Jo Leute, was geht ab? College am Start. Heute gibt's endlich den zweiten Teil meiner neuen Mixing-Grundlagen-Basic-Serie. Im letzten Part habe ich euch ja die ganzen Grundlagen gezeigt, also was ist überhaupt Mixing, was macht man da, wieso braucht man das und so weiter. Falls ihr das verpasst habt, auf jeden Fall nochmal abchecken, ich werde es mal in der Beschreibung verlinken. Weil heute machen wir nämlich einen der wichtigsten Part im kompletten Mixing-Prozess, nämlich das Leveling und das Panning. Weil die zwei und vielleicht noch mit dem EQ, also mit dem Equalizing, sind so ziemlich das Grundgerüst und die Grundlage des kompletten Mixing-Prozesses und ihr könnt damit extrem viel rausholen bei eurem Mix. Und für dieses Tutorial und so die nächsten 2-3 Tutorials habe ich hier ein Beat vorbereitet. Der sollte jetzt schon, glaube ich, released sein. Also wenn das Video hier rauskommt, sollte auf jeden Fall schon draußen sein. Der Beat nennt sich Blueberry und ich werde es auch mal in der Beschreibung verlinken. Könnt ihr es mal abchecken. Und ja, auf jeden Fall zeige ich euch hier jetzt mal eine Stelle, wo alles abgespielt wird. Hier bei dem zweiten Part, der Hook. Und das Mixing von diesem Beat wäre eigentlich schon zu 99% so fertig. Und ich werde euch jetzt hier mal zeigen, wie das sich anhören würde, wenn es komplett jetzt fertig wäre mit EQ, mit Panning, mit dem Leveling und mit Sidechain Compression und dann noch ein bisschen Reverb. Und ich werde euch hier, glaube ich, das komplette Intro und die Hook dann spielen lassen. So, und das wäre jetzt so ein ziemlich fertiger Mix von mir, wahrscheinlich so bei 90% oder so, vielleicht noch ein bisschen extra Sauce und so weiter für die Feinheiten, aber sonst so der größte Teil und so wäre auf jeden Fall jetzt hier fertig. Und die ganzen Schritte, so wie ich diesen Beat komplett von null gemixt habe, werde ich hier jetzt so in dieser Serie zeigen. Und dazu werde ich jetzt komplett alles hier zurücksetzen, also komplett alle Fader, alle Panning-Regler, alle Plugins und so weiter. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie ich jetzt hier anfange mit dem Leveling, dann mit dem Panning und dann fürs nächste Video dann mit dem Equalizing und so weiter. Also jetzt habe ich hier alles gemutet, habe alles hier zurückgesetzt, einfach hier mit Rechtsklick auf Reset. Und ja, so wird sich das Ganze jetzt hier anhören, wenn ihr komplett nichts machen würdet. Also wenn ihr nicht levelt, wenn ihr nicht eure Sachen pannt im Panorama, wenn ihr keine Equalizer verwendet, keine Reverbs, keine Sidechain Compression und so weiter. Also hört mal hin und nicht erschrecken. Ja, ich glaube, ihr habt schon gehört, dass auf jeden Fall bei diesen Mixen nicht so viel stimmt, weil die Verhältnisse stimmen auf jeden Fall nicht. Ich kann nicht raushören, was jetzt wichtig ist, was weniger wichtig ist, was im Vordergrund ist, was mehr im Hintergrund, was mehr von links, rechts kommt, oben, unten und so weiter. Die einzelnen Elemente haben auch keinen Raum, so, um sich wirklich so zu zeigen, und die werden von anderen Frequenzen, vor allem von tieferen Frequenzen, so überschattet, und das zusammen hört sich dann nicht mehr gut an. Und ja, der erste Schritt jetzt hier so in diesem Beat wäre auf jeden Fall das Leveling. Beim Leveling passen wir einfach unsere Lautstärke an den Mix und sagen dann zum Beispiel, wir wollen jetzt hier in diesem Beispiel, dass die Kick so das lauteste Element ist, dann gefolgt von der 808 vielleicht, von der Clap und dann alle anderen so ein bisschen mehr im Hintergrund geraten. Und ihr werdet euch auf jeden Fall wundern, so wie viel jetzt hier möglich ist, nur mit reinem Leveling, weil das Ding ist, heutzutage produzieren wir mehr mit Drum Samples, mit Sample Loops, mit Presets von den ganzen VST-Instrumenten,
Instrumenten und die sind dann auch noch bearbeitet. Das heißt also, so viel brauchen wir heutzutage eigentlich nicht. Sonst ist aber heutzutage wirklich alles Sound Selection, also die richtigen Sounds picken, das Leveln von den Beats, also die Lautstärken anpassen, das Panning, also Panorama, ob jetzt ein Element mehr von links kommen soll, von rechts und so weiter. Dann vielleicht noch ganz wenig Kompression, so bei ein paar Elementen, so die sich nicht gut genug durchsetzen können. Reverb, also Hall auf jeden Fall und dann noch Delay. Und alles andere wäre halt wirklich so, der größte Teil von dem wäre eigentlich so das Leveling, Sound Selection und das Panning. Und ja, alles andere wäre dann so ein bisschen schon extra, also so die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen. Und ja, dann schauen wir uns mal hier an, wie wir das Ganze jetzt hier leveln sollen. Hier haben wir den Mixer, hier haben wir alles geroutet. Und das, wie man das Ganze routet, wie man das Ganze macht, hier habe ich ja schon im anderen Tutorial erklärt. Dazu einfach nochmal abchecken. Auf jeden Fall hätten wir jetzt hier so die ganzen einzelnen Elemente von diesem Mix und können jetzt hier unten drunter mit diesen Fadern hier, mit diesen Reglern, können wir hier unsere Lautstärke anpassen. Also hier bei der Gitarre haben wir hier einen Fader, dann hier beim Synth und so weiter. Also das alles sind Fader und damit können wir unsere Lautstärke anpassen. Und ja, das werden wir hier jetzt einfach mal machen. Und das Ding ist, wie ich vorgehe, ich fange meistens an mit den lautesten Elementen im Mix. Also das ist zum Beispiel im Hip-Hop, im Trap, R&B und so weiter, in diesen Genres. Es ist meistens die Kick, die gefolgt von der 808, dann der Clap-Snare-Combo, je nachdem was ihr habt, und dann die Hi-Hat, also unter der Clap. Und ja, da gibt es jetzt so keine festen Regeln, also das muss nicht so sein immer, sondern so die meisten Songs, die man halt hört, so auf Spotify, im Hip-Hop, Trap-Genre und so weiter, so die sind meistens so, dass die Kick 808 die lautesten im Mix sind, dann so gefolgt von der Clap oder Snare, je nachdem was ihr habt, und dann halt die Hi-Hat, Open-Hat und dann so die ganzen Instrumente und so weiter. Und ja, dann würde ich hier so die 808 und die Kick soloen, also nur, dass die zwei gespielt werden, einfach hier an diesen grünen Schaltern hier, an diesen Leuchten. Und ja, jetzt würden nur die zwei gespielt werden. Und das erste, was ich mache, immer bei einer Kick-808-Combo, ist immer ein Sidechain einzustellen. Und dazu habe ich schon ein Video gemacht mit dem Fruity Limiter. Hier verwende ich den Fairfilter Pro MB. Dazu wird auch noch ein Tutorial kommen. Und wie man das alles einrichtet und so weiter, habe ich alles dort erklärt. Nur der einzige Unterschied ist halt hier, dass ich dieses Plugin von diesem Hersteller verwende. Und das hat halt so ein, zwei Vorteile. Aber im Großen und Ganzen so könnt ihr das Gleiche erreichen mit dem Fruity Limiter und dieses Video werde ich dann auch in der Beschreibung verlinken, also könnt ihr mal abchecken. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann so hier ein Sidechain, also das heißt, immer wenn die Kick gespielt wird, wird die 808 runtergedrückt, also in Lautstärke. Und ja, das macht es hier einfach und ich lasse es hier einfach mal so laufen und passe dann so währenddessen hier die Lautstärke an. Und ja, das haben wir erstmal hier so passend, so das Kick-A-Rate-Verhältnis. Und später, wenn wir dann noch die anderen Instrumente hier reinmixen und so weiter, werden wir dann immer mehr so anpassen und sagen zum Beispiel, dass hier mit der Gitarre die A-Rate ein bisschen angepasst werden muss und so weiter. Aber das kommt dann immer so Schritt für Schritt. So, nachdem ich das hier so habe, lasse ich es einfach so laufen und aktiviere dann so immer schrittweise so das nächste Element. Also immer so das nächste Element, was so Wichtigkeit hat, also was von der Lautstärke her so ungefähr gleich ist. Zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall wäre es jetzt hier die Clap. So, ungefähr so. Dann machen wir direkt weiter hier mit der Hi-Hat. So, dann hier die zweite Snare. So, dann vielleicht hier die Open Head.
So, dann hier noch diese zweite Support-Hi-Hat, so im Hintergrund. So, dann hier vielleicht das Percussion. So, nachdem ich das hier so ein bisschen gemixt habe, würde ich dann hier diese Gitarre und den Synth hinzumixen. Und manche fangen auch an hier direkt bei den Gitarren, bei den Synthesizern, manche komplett andersrum, manche. Also hier ist wirklich so, wie es euch am Ende gefällt. Für mich aber persönlich, was ich mache jetzt hier nicht nur bei diesem Tutorial, weil hier muss ich es ein bisschen anders gestalten wegen der Reihenfolge und so weiter. Aber hier normalerweise, was ich mache, ich mixe, während ich den Beat schon mache. Also ich würde dann hier, während ich schon hier meinen Synthesizer hier reinlade und so, schon hier links schon die Lautstärke runterdrehen, und das könnt ihr übrigens hier auch. Also ihr könnt dann auch hier, bevor es hier in den Mixer reingeht, könnt ihr schon die Lautstärke runterstellen. Und ja, so würde ich es halt machen. Ich mixe schon quasi während dem Beat machen. Weil das Ding ist halt bei mir, ich kann nicht lange einen Beat machen, während irgendwas nicht richtig klingt und so weiter. Also während die Verhältnisse überhaupt nicht angepasst werden. Und deswegen mache ich es halt so. Aber wie gesagt, jeder hat so seine Vorgehensweise. Ich mache es halt lieber so. Ihr müsst das selber ausprobieren und ja, dann zu euren eigenen Style finden. Ja, jetzt machen wir aber weiter hier mit der Gitarre. So, und ihr hört schon, dass sich hier so die Gitarre und die 808 auf jeden Fall nicht gut vertragen, und das können wir einfach ganz easy später machen in einem anderen Tutorial. Da werde ich euch zeigen, wie man ein EQ verwendet, wie man das Ganze macht und so weiter. So, jetzt aber hier so für dieses Tutorial und fürs Leveling halt, wäre das jetzt hier so ein angenehmer Mix, so wo man weiterarbeiten kann und später dann so Effekte wie EQ, Reverb, Delay, Kompression und so weiter hinzufügen kann. Weil das Ding ist auch nachher, wenn ihr dann so Effekte hinzufügt und so weiter, verändert sich auch die Lautstärke natürlich, weil ihr cuttet dann bestimmte Frequenzen raus, verstärkt bestimmte Frequenzen und so weiter. Und ja, nachher müssen wir sowieso noch ein bisschen anpassen so, aber jetzt hier erstmal so ein Grundgerüst so. So würden sich dann so die Verhältnisse ungefähr anhören. Und ja, dann hätten wir hier noch ein Synth-Bass. Dieser ist aber hier, glaube ich, nur im Intro und vor der Hook hier. Hier immer. Und ja, den müssten wir auch hier kurz anpassen oder mixen. So ungefähr so, ihr hört noch im Hintergrund, das sind noch so tiefe Frequenzen, so vor allem bei der Gitarre hier. Und die hören sich nicht gut an zusammen mit dem Synth-Bass. Deswegen, das wird aber noch alles im Equalizing-Tutorial kommen, das werde ich noch alles erklären. Hier aber jetzt hier für dieses Leveling so, wäre alles jetzt hier so passend. Und ja, dann können wir direkt weitermachen mit dem Panning. Das Panning ist sozusagen, damit könnt ihr festlegen, wie eure Mixes im Panorama sind. Also ob die weiter von links kommen oder von rechts. Und das können wir hier machen mit dem Regler hier direkt unten drunter. Also hier komplett nach rechts und hier dann komplett nach links zum Beispiel. Es hätte halt den Vorteil, oder zwei Vorteile sogar. Einmal könnt ihr euren Mix breiter gestalten. Also ihr geht dann in die Breite und alle Elemente werden besser gehört und wahrgenommen von euch. Weil die sind jetzt nicht mal alle in der Mitte und so zentriert und clashen sich. Sondern gehen dann alle in die Breite und ihr hättet dann so Elemente, die mehr von links kommen, mehr von rechts und so weiter. Und der zweite Vorteil wäre halt auf jeden Fall, dass sich Elemente, die jetzt so nach links und nach rechts gepannt sind, sich nicht mehr stören, wenn die im selben Frequenzbereich sind. Weil jedes Element hier hat so seinen eigenen Frequenzbereich, und zum Beispiel jetzt die Kick wären jetzt hier nur Tiefen und vielleicht ein bisschen von den höheren Mitten.
808 wäre jetzt hier fast pure Tiefen. Gitarre zum Beispiel, ein bisschen höhere Frequenzen, ein bisschen Mitten. Und mit dem Panning nach links und rechts können wir halt erreichen, dass diese sich halt nicht direkt überlappen, halt direkt von der Mitte kommen oder alle von links, alle von rechts und so weiter. Und ja, dazu aber mehr so beim Equalizing-Tutorial, da werde ich euch noch alles erklären. Das wird dann, glaube ich, direkt das nächste Video. Und ja, jetzt aber erstmal hier zum Panning, also hören wir uns das Ganze erstmal an und dann versuchen wir hier so ein paar Elemente zu pannen, zum Beispiel hier Gitarre und Synthesizer, Gitarre vielleicht nach links, Synthesizer nach rechts, sodass diese sich nicht mehr so stören und beide so wahrgenommen werden und gehört werden im Mix. Und während ich das Ganze mache, also hier nach links oder nach rechts panne, seht ihr dann auch hier in der Anzeige der Lautstärke, seht ihr, wie weit jetzt hier das Instrument nach links oder nach rechts gepannt wird. Könnt ihr mal hier schauen. Also hier ganz links. Hier dann ganz rechts. So, und wir wollen vielleicht hier ungefähr sowas. Ungefähr bei, sagen wir mal, 35% so. So, dann hier den Synthesizer ein bisschen nach rechts. Und ihr hört jetzt schon, wie jetzt hier diese zwei Elemente mehr sich im Mix durchsetzen, weil die jetzt links und rechts ihren eigenen Platz haben und nicht mehr sich überlappen. Und ja, dann weiter hier mit der Hi-Hat. Die Hi-Hat will ich ein bisschen noch nach links pannen. Ungefähr, ja, ungefähr so. Vielleicht noch ein bisschen leiser. So, dann die Clap ist meistens in der Mitte, die lasse ich so, 808 auch. Das Triangle könnt ihr auch nach links, nach rechts pennen, wie ihr wollt, aber hier jetzt für diesen Track und weil sich jetzt hier diese höheren Frequenzen nicht mit denen in der Mitte so stark überlappen und so weiter, lasse ich sie einfach in der Mitte. So, dann hier die Open Head, vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts. So, und die zweite Hi-Hat hier, die jetzt hier mit der ersten Hi-Hat meistens zusammenspielt, würde ich hier gerne nach rechts pannen, weil dadurch werden halt so die Störungen mit der ersten Hi-Hat hier vermieden und ihr habt dann noch ein besseres Panorama. Also ihr könnt dann genau sagen, okay, diese Hi-Hat kommt von rechts, diese von links. Und ja, das erzeugt halt so ein 3D-Gefühl oder so ein 3D-Sound. So, Kick ist meistens auch in der Mitte, die lassen wir so. Die zweite hier, die zweite Snare, ein bisschen vielleicht nach rechts. So, diese Percussion hier lasse ich auch mittig, die stört sich jetzt hier nicht unbedingt mit der 808, mit der Kick, Clap und so weiter. Deswegen lasse ich die hier erstmal so mittig. Und ja, so hätten wir halt hier jetzt so ein breiteres Bild von unserem Mix und die einzelnen Elemente würden sich auch viel besser durchsetzen und hören lassen, weil die halt nicht mehr mit den anderen Elementen so zusammensitzen und sich alle gegenseitig stören. Und das wäre jetzt hier auch so erstmal so das ganze Leveling und das ganze Panning. Später, wenn wir dann hier die ganzen Equalizer anwenden, wenn wir Reverbs anwenden, verschiedene Effekte und so weiter, die jetzt auch nach diesen Videos kommen werden, dann würden wir halt hier noch so ein bisschen ändern, weil durch diese ganzen Effekte so verändert sich auch der Sound oder die Lautstärke und deswegen würden wir hier dann noch ein bisschen was abändern. Aber so im Großen und Ganzen wäre das jetzt hier eigentlich so das Grundgerüst so. Das würde stehen und jetzt fügen wir einfach nur Sachen hinzu, versuchen viel mit Equalizing zu machen, weil hier haben wir ja vorhin auch gesagt, hier bei der Gitarre vor allem, da gibt es viele tiefe Frequenzen und die stören sich jetzt mit der 808. Und ja, das würden wir dann hier so beheben und vielleicht noch andere Sachen. Und ja, aber im Großen und Ganzen war jetzt hier so das ganze Leveling und Panning, so dass wir hier machen würden. So, was ihr aber auch noch beim Mixing beachten solltet, ist, dass ihr hier eure ganzen individuellen Tracks, die ihr hier habt und dann auch euer Master Track, also wo die ganzen Instrumente hier durchgehen, sich nicht über 0 Dezibel hier aufhalten sollten oder über dem gehen sollten, weil hier links habt ihr hier so eine Pegelanzeige für jeden einzelnen Track hier. Und das Ding hier, wieso ihr das machen solltet, ist nicht nur wegen dem Clipping Sound, also wegen, wenn zum Beispiel die Kick klippt, ich kann es euch mal hören lassen.
Also ihr seht schon, hier klippt es hier über 3 Dezibel und das erzeugt dann noch so eine Textur mit dem eigentlichen Sound und das ist auch manchmal nice. Also ich sehe, viele Produzenten machen das und so weiter und das bringt halt noch eine bestimmte so Textur mit. Also ihr bekommt dann noch ein bisschen was anderes aus der Kick raus. Was so im Großen und Ganzen bei den meisten Songs, die ihr hört, ist es doch so, dass hier alle Elemente von dem Mix unter, auf jeden Fall unter 0 Dezibel sind und dann hier am Ende bei Master hier ungefähr bei minus 6 hier ungefähr. Und der Grund dafür ist halt so, dass Künstler dann später auch noch auf euren Song oder auf eurem Beat aufnehmen wollen. Und wenn ihr hier dann nicht diesen Platz lässt, also hier diese zum Beispiel minus 6, minus 3 Dezibel und so weiter, wenn ihr da nicht genug Raum lässt für die Stimme dann am Ende und ihr würdet dann halt so nicht mehr diesen clean Sound hinbekommen. Manchmal geht es aber zum Beispiel bei Songs von XXXTentacion zum Beispiel, der hat es früher oft gemacht. Dort wäre dann zum Beispiel so richtig fast alles laut und alles wäre distorted, alles würde klippen und so weiter. Und ja, das ist halt so eine stilistische Sache so. Und ja, so bei manchen Tracks würde es funktionieren so. Es gibt jetzt nicht Regeln und ich bin auch kein Fan davon, so 100% so Regeln zu folgen. Aber das Ding ist halt, ich wollte nur, dass ihr es weißt, dass die meisten Songs, so, die ihr überall hört, so, die sind meistens hier auf jeden Fall unter 0 Dezibel und hier im Master so ungefähr bei minus 6, minus 3 Dezibel, um dann halt so den Platz für den Künstler zu lassen. Und ja, das war dann so das Ganze hier mit dem Panning und mit dem Leveling. Falls ihr die Drums wollt, die ich hier in diesem Beat verwendet habe, die sind alle aus dem Balance Sample Kit hier. Der Link dazu ist in der Beschreibung, könnt ihr mal abchecken. Und ja, im nächsten Tutorial geht es dann direkt weiter. Da werde ich Themen behandeln wie Equalizing, Kompression, Reverb, Delay. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, wir sehen uns dann direkt beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und Peace. College Beats.